Hallo, in diesem Video stelle ich euch die Photomizer 3 Software vor, mit der man Bilder verbessern kann in ihrer Qualität. Man hat zwei Möglichkeiten, neue Bilder zu öffnen, indem man hier auf Datei öffnen geht oder wie ich habe jetzt hier nebendran im zweiten Monitor einen Ordner offen, wo ich jetzt gerade mal ein Bild einfach rüberziehe. Und man sieht hier, es wird geöffnet und man hat zwei Möglichkeiten. Zum einen hier Originalvorschau umschalten mit der Leertaste oder einfach indem man hier drauf drückt und dann springt es hin und her zwischen dem Bild, wie es hinterher aussieht, und dem Originalbild, nämlich jetzt. Oder ich kann in der Ansicht sagen, geteilte Ansicht, und dann habe ich hier so einen Schieber, wo ich das hin und her schieben kann, um zu sehen, wie es aussieht. Auf der rechten Seite habe ich diverse Möglichkeiten, das nach meinen Wünschen zu gestalten, das Bild. Man kann diese Autokorrektur auch ausschalten und kann den Regler hier selbst hin und her bewegen, je nachdem, wie es einem gefällt. Oder man kann zum Beispiel rote Augen entfernen oder das Bild reparieren, wenn man so ein ganz altes Bild hat. Kann es vergrößern, verkleinern, drehen, also negativ machen zum Beispiel. Oder ein Schwarz-Weiß-Bild daraus erstellen und dann eben auch wieder hier schauen, wie es dann aussieht. Oder irgendwelche Analogeffekte. Man kann ein Rauschen ins Bild einbauen. Und jetzt sieht man so in den dunklen Stellen, vor allen Dingen sieht man das Rauschen. Das raus mache ich es wieder weg. Man kann auch noch einen Rahmen da außenrum bauen, wenn man möchte. Da gibt es diverse Rahmen, die man auswählen kann, je nachdem, was einem da gefällt eben. Ja, man kann auch noch hier auf WDR-Effekt drücken, dann werden die Farben noch ein bisschen kräftiger. Je nach Geschmack hat man da einige Möglichkeiten. Der Zielkreis für diese Software sind Personen, die nicht sehr viel Erfahrung haben mit einer guten Bildbearbeitungssoftware wie zum Beispiel Photoshop. Leute, die Photoshop verwenden, werden mit so einer Software nicht glücklich werden, aber Leute, die eben sich nicht mit einer sehr komplizierten Bildbearbeitungssoftware herumschlagen möchten und sich da großartig einlernen möchten, können hier schon ganz gute Bildverbesserungen erzielen. Ich zeige mal noch ein paar andere Bilder. Kann einfach hier ein Sexbild rüberziehen und zwei Katzen und habe hier auch wieder die Möglichkeit und sehe dann hier einen deutlichen Unterschied zwischen den Bildern vorher, nachher und kann dann auch wieder hier die diversen Sachen machen. Man kann auch ein Bild einfach drehen, macht zwar jetzt hier wenig Sinn, aber ich drehe es trotzdem mal, nur dass man es gesehen hat. Ja. Ich könnte es jetzt auch hochkant drehen, das Bild. Alle Möglichkeiten, die ich so mir vorstelle, um ein Bild zu verbessern. Okay, mal noch ein anderes Bild. Auch nochmal die gleichen zwei Katzen. Hier ist der Unterschied jetzt nicht ganz so groß. Kommt immer darauf an, wie gut das Bild eben schon ist. Aber auch hier sieht man in dem Fell von den Katzen, dass es eben, ja, ist wie so ein Grauschleier, der vorher drauf ist. Der ist dann weg. Es erscheint einfach ein bisschen schärfer. Gibt allerdings auch Bilder, wo diese Software an ihre Grenzen stößt. Zum Beispiel habe ich jetzt mal hier ein Bild von einem Meer. Und wenn ich hier diese automatische Einstellung lasse, dann wird es in meinen Augen nicht wirklich besser. Also ich denke, hier kann man von einer deutlichen Verschlechterung reden. Ist allerdings, ich habe jetzt etliche Bilder ausprobiert. Das Bild mit dem Meer ist eigentlich das Einzige, wo die Software, ich sage jetzt einfach mal, versagt. Hier habe ich keine Möglichkeit, mit diesem automatischen Bildkorrektur was rauszuholen. Ich kann die Autofarbe rausnehmen und dann kriege ich auch einen Effekt hin, wo das Wasser ein bisschen klarer wirkt. Aber mit der automatischen Farbeinstellung geht es eben nicht. Okay, hier nochmal ein anderes Bild. Hier sieht man auch wieder ganz schön, dass die Haare von dem Fell einfach ein bisschen deutlicher rauskommen. Leider werden die Videos bei Amazon sehr stark komprimiert, deshalb kann man nicht wirklich, vermutlich befürchte ich, erkennen, wie gut diese Unterschiede sind.
aber ich finde es eigentlich sehr gut. Was bei mir bei der Installation negativ aufgefallen ist, ich konnte es erst nicht installieren, beziehungsweise installieren schon, aber ich konnte den Schlüssel nicht eingeben. Da hat mir immer gesagt, eine Internetverbindung wäre notwendig. Die war natürlich vorhanden, aber diese Fehlermeldung kam, würde ich mal sagen, so grob 15 Mal. Und irgendwie eine Woche später habe ich es nochmal probiert, dann ging es, wie wenn nie was gewesen wäre. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das an meinem Computer gelegen hat oder an der Software oder an was auch immer. Ich habe in der Zwischenzeit auch andere Sachen installiert, das war kein Problem. Ich habe mit dem Support von Photomizer kommuniziert. Per Telefon war es leider nicht möglich, aber sie haben mir innerhalb von rund 24 Stunden eine Antwort geschrieben und haben mir eine Software geschickt, mit der ich prüfen kann, an was es liegt. Allerdings hat auch diese Software nicht funktioniert und danach kam leider keine Antwort mehr auf meine Support-Anfrage. Ist ein bisschen schade. Ja, aber für die Software an sich, denke ich, kann man guten Gewissens 5 Sterne vergeben. Für die Installationsprobleme, ja, ich ziehe dafür und dass sich der Support bei der zweiten Mail nicht mehr gemeldet hat, dafür ziehe ich einen Stern ab. Das hat mich doch ein paar Nerven gekostet, muss ich gestehen. Aber alles in allem, finde ich, kann man mit dieser Software sehr gute Ergebnisse erzielen. Man kann seine Urlaubsfotos oder was auch immer man für Bilder hat, wieder schön aufwerten. Wenn man jetzt zum Beispiel 20 Fotos alle am Meer gemacht hat, die sind vielleicht schon ein paar Jahre alt, die Kamera war noch nicht so gut, hat man auch die Möglichkeit, in der Bearbeitung eine Stapelverarbeitung zu machen. Das heißt, ich wähle eine Liste von Bildern aus und stelle hier meine Einstellungen ein und dann werden alle Bilder nach dem gleichen Schema verbessert. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Macht natürlich jetzt bei meinen Beispielen, die ich hier gezeigt habe, keinen Sinn, weil ja jedes Bild wieder ein bisschen anders ist. Es macht nur da Sinn, wo alle Bilder unter gleichen Verhältnissen erzeugt wurden. Okay. Ja, also wie gesagt, für die Software vergebe ich 5 Sterne. Für die Installation und den Support muss ich leider einen Stern abziehen. Und damit beende ich dieses Review. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.